begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ökumenischen Wochenimpuls, heute hier von der Dachterrasse vom Haus der Kirchen im Staller Markt. Sicherlich kennen Sie das auch. Bei ganz vielen Geschäften oder in irgendwelchen Ämtern müssen Sie Ihre Daten hinterlassen. Es sind verschiedene Stellen, Adresse, Geburtsdatum oder auch andere Daten, wo Sie nicht einmal wissen, dass diese verzeichnet werden. Das Leben ist geprägt, dass wir an Meldestellen auskunftspflichtig sind, Datenbanken, noch extremer ist es vielleicht sogar in der digitalen Welt. Denn dort heißt es erstmal registrieren, einen Account anlegen, ein Kundenkonto eröffnen. So legt jeder Mensch jeden Tag Datenspuren und ist aktenkundig bei Behörden, Firmen und Dienstleistern. Zugegeben, in vielen Fällen ist es ja auch gut und sinnvoll und auch zwingend notwendig. Wenn man beim Arzt die Krankenkassenkarte hinterlegen kann oder in der Apotheke jetzt auch die Medikamente auf die Kassenkarte bekommt, dann ist es gut und erforderlich, dass wir dort registriert sind. Oder es ist auch gut, wenn wir einen guten Leumund haben, der bescheinigen kann, dass wir, so wie unser Leben ist, richtig sind. In anderen Fällen ist es einfach schön, dass ich Zutritt habe zu bestimmten Einrichtungen oder Zugriff auf bestimmte Dinge, weil ich ein Mitglied bin, weil ich dort geführt werde und eingeladen bin und mit hineingenommen werde in ein gewisses Konzept. Worauf ich es nicht anlege, dass ich einen Eintrag im Bundeszentralregister bekomme. Wer dort aktenkundig ist, kann in der Regel nicht stolz darauf sein. Vorstrafen oder andere kleinere Delikte in der Jugend hängen einmal noch lange nach. Auch ein negativer Eintrag in der Schufa kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Zahlungsverzug gleich Alarm, nicht vertrauenswürdig. Das Gute ist, dass es aber eben auch ein Gegenteil gibt. Denn davon hat Jesus vor knapp 2000 Jahren gesprochen. Seinen Anhängerinnen und Anhängern hat er gesagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. So heißt es in Lukas 10, Vers 20. Im Himmel aktenkundig zu sein, das ist erstrebenswert. Denn Gott vergibt die Lizenz zum Leben und zum Lieben. Und dort in der Welt Gottes, da ist sehr viel Platz für uns alle. Sich dafür registrieren zu lassen, das geht formlos und ganz einfach. Ganz ohne Formular und ohne einen Account. Gott will nur unser Vertrauen. Amen.